Im letzten Part haben wir es geschafft, in den Weltraum zu gelangen und damit Leute auch willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate und die Musik erstmal wieder insane as fuck. Aber auf jeden Fall spielen wir heute als Little Mac und kämpfen gegen Starman auf Earthbound und der Metal Nest befallen. Und das ist ein Ausdauer-Smash. Oh Gott. Und alle Items sind von Typ Stern. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu schlimm wird mit Little Mac in diesem Part, weil erstens, Little Mac, ich spiele den so gut wie nie. Das ist schon mal Punkt 1. Obwohl er eigentlich auf dem Ground quasi, also wirklich auf dem Boden, enorm stark ist. Und dass es sehr Hilfestatue hier gibt, habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Und das war ein Critical Hit, Alter. Als ob. Junge. Junge, was? Fuck, Alter. Der war ja innerhalb von 3 Sekunden abserviert und bedient. WTF. Und wartet mal kurz, Leute. Ich muss mal kurz auf mein Handy. Wo habe ich mein Handy hin? Lol. Ach, da. Weil, falls ich mal eine Benachrichtigung bekomme, muss ich halt schnell darauf reagieren können. Aber auf jeden Fall. Alter, wie schnell haben wir den bedient, bitte? WTF. Und dort oben sind nur noch Geister und das war's dann mit der Weltraum-Area? Tatsächlich. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir werden es hier definitiv in diesem Part abschießen können. Und machen weiter mit Raumschiff Mario, der einen riesen Mario natürlich befallen hat, den grünen. Und schwache Schwerkraft. Ich würde mal sagen, hier habe ich erstmal noch einen Legendengeist, den ich als Evolution gemacht habe, nämlich QTG. Davor war sie irgendeine andere aus Bayonetta. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, tut mir leid. Auf jeden Fall habe ich die in der Geistertafel freigeschaltet. Aber dann nehmen wir mal die Beldra und kämpfen gegen das Raumschiff. Ich hoffe halt wirklich, dass es mit Little Mac nicht so schlimm wird, weil Little Mac hat einfach die riesen Schwäche, dass er einfach, ja, wie soll man sagen, out of stage, verdammt schwach ist. Also, wenn der einmal zu weit weg von der Stage ist, ist es vorbei für Little Mac. Also wirklich, also da hat er echt überhaupt keine Chance mehr, dort irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückzukommen. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt mich nicht zu stark betrifft, ne? Also man kann tatsächlich einfach nur hoffen. Oh, na komm. Oh, boot! Einfach den Boomerang weggeschlagen. Und dann hoffe ich es einfach nochmal, dass ich das nochmal so gut schaffe. Aber tatsächlich muss ich sagen, dieser Kampf ist uns sogar ziemlich gut zugunsten. Weil durch die schwache Schwerkraft können wir immer leicht zur Stage zurückkommen. Aber Mario war also ohnehin down. Puh, ziemlich nice. In Ordnung, dann würde ich mal sagen, nur noch einen einzigen Charakter und dann sind wir bei einem neuen Charakter angekommen. Tatsächlich glaube ich aber, wie bereits gesagt, immer noch, das ist Abaroid. Was zum Volk ist das denn bitte? Das sieht ja aus wie so ein Monster-Ding, das aus der Hölle entsprungen ist, aus meinen schlimmsten Albträumen. Aber ich muss sagen, das sieht das geil. Aber auf jeden Fall haben wir hier eine schwere Schwerkraft. Oh, und das ist mit Tyradley. Das wird dann nicht so einfach tatsächlich. Man kann da wirklich nur hoffen, dass es irgendwie hinhaut. Aber, naja, man kann nur aufs Beste hoffen. Und ja, ich habe mal kurz auf mein Handy geschaut, weil ich eine Nachricht bekommen habe. Weil, wie gesagt, tatsächlich nehme ich das Abend auf. Und ich habe das ja, glaube ich, schon oft erzählt, dass ich halt abends aufnehme muss, weil ich es tagsüber manchmal halt einfach nicht schaffe. Entweder wenn ich Arbeit habe oder wenn ich jetzt so wie heute zwar früher Schule aus hatte, aber immer noch, ja, krank bin und so. Ist es halt nicht so leicht und geil. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, abends aufzunehmen. Und mein kleiner Bruder steht halt genau über mir. Und wenn ich zu laut bin abends, dann wecke ich ihn natürlich. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Und meiner Mutter ersparen oder Ultra Smash einfach hier drauf. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Aber, Alter, was ist denn jetzt mit dem Handy los? What the fuck? Das vibriert ja gerade alle 5 Sekunden. Hilfe! Aber tatsächlich möchte ich den K.O.-Schlag treffen und er ist down. Ah, der K.O.-Schlag, damit jemanden umzubringen, fühlt sich immer so gut an. Oh, geil. Aber okay, damit ist der nun auch down. Und dann würde ich mal sagen, machen wir den Charakter und Quatschuzu. Aber stimmt, zu Quatschuzu könnte ich auch mal was erzählen. Tatsächlich ist, und das ist Falco und nicht Rosalina, okay. Aber auf jeden Fall, Quatschuzu ist mit meiner, also wenn ich mal all meine Lieblings-Pokémon aufzählen würde, wäre Quajutsu definitiv in den Top 4. Nein, sogar Top 3. Und das liegt einfach daran, dass Quajutsu einfach so vielfältig ist im Kampf. Weil, wer sich ein bisschen mit Pokémon auskennt, kennt bestimmt die versteckte Fähigkeiten.
Damit manche Leute jetzt nicht wissen, was das ist. Versteckte Fähigkeiten sind quasi neue Fähigkeiten oder Zusatzfähigkeiten oder wie bereits gesagt, versteckte Fähigkeiten, die in der 5. Generation eingeführt wurden mit Schwarz und Weiß, so Schwarz und Weiß 2. Und das sind meistens Fähigkeiten, die das Pokémon normalerweise nicht hat und nur durch bestimmte Events, Bedingungen, Change Logs quasi, also so Chainsketten oder Changeketten jetzt hat, dass du durch Shiny Hands oder so kriegst, je nachdem, dass du halt bestimmte Bedingungen brauchst, damit zum Pokémon auftaucht mit der versteckten Fähigkeit. Und die sind halt meistens ziemlich krass und verbessern das Pokémon nochmal um einiges. Und Quajutsu hat die versteckte Fähigkeit Wandlungskunst. Dies bedeutet, die Attacke, die Quajutsu einsetzt, dessen Typ nimmt es an. Das würde jetzt heißen, wenn Quajutsu Sondersensor einsetzen würde, und da will ich eigentlich nicht rein, ich möchte da unten hin und in dieses Portal da reinhüpfen, also Sluts. Also wenn es jetzt quasi Sondersensor einsetzt, würde es vom Typ Psycho. Wenn es jetzt Strauch oder einsetzt, würde es vom Typ Pflanze und so weiter. Und dadurch gibt es halt immer den Step-Bonus. Step-Bonus ist quasi das, jetzt machen wir halt echt ein bisschen Pokémon-Kunde hier, am Anfang des Parts von Smash Bros. Ultimate, obwohl der Anfang ist nicht mehr so ganz legitim zu sagen. Aber auf jeden Fall geht da dann noch ein Step-Bonus, wodurch die Attacken nochmal um 50% geboostet werden. Nämlich die Grundstärke jetzt von Sondersensor ist, glaube ich, 80. Dann musst du noch einen Step dazu rechnen. Das ist dann geteilt durch 2, also 80 geteilt durch 2 ist 40. Und da hat man eine Stärke von 120 am Ende. Und das ist halt echt heftig, weil es halt dann, auf jede gottverdammte Attacke Step kriegt. Und Step-Bonus ist halt echt ein ziemlich wichtiger Faktor im Pokémon, der immer sehr viel entscheiden kann. Weil die Attacke halt immer deutlich mehr Schaden anrichtet als normal. Und Alter, wie die mir gerade auf den Sack gehen mit ihren gottverdammten Kristallen, ich glaub's nicht. Junge, bitte. Please. Hört auf. Bitte. Alter. Oh, Alter, wie die mich aufregen hier. Jesus Christ. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Das wäre jetzt was schief gegangen. Also. Das war gerade mehr als knapp. Also wirklich mehr als knapp. Und Alter. Was ist jetzt auf? Verzieh dich jetzt. Ja, eins. Und tschüss. Zwei. Dankeschön. Oh Gott, wie die mich abgefuckt haben. Aber auf jeden Fall hat er Quajutsu die Fähigkeit Wandlungskunst. Aber das ist nicht seine einzige Fähigkeit. Nun kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsfähigkeit von Quajutsu. Nämlich ist dies Freundschaftsakt. Und hier müssen wir kurz gegen Palutena kämpfen. Und das sieht ziemlich übel aus. Und das ist normaler Smash, okay. Aber auf jeden Fall, Freundschaftsakt ist eine Fähigkeit, die echt heftig ist. Also, die ist wirklich, wirklich heftig. Sie hat nämlich den Effekt, wenn Quajutsu einen Gegner besiegt, also das heißt, seine einen Pokémon, das muss, also er muss einfach nur dieses Pokémon diesen letzten KP genommen haben. Das heißt, Pokémon kann einen KP gehabt haben, Quajutsu tötet es. Und dann wird die Fähigkeit aktiviert. Es muss nicht mal aktiv an Kampf teilgenommen haben. Es muss es einfach nur finishen quasi, abstauben. Dann aktiviert sich seine Fähigkeit und er wird zu Ash Quajutsu. Für Leute, die es nicht wissen, Ash ist ein Charakter aus dem Pokémon-Anime. Und das haben die Entwickler tatsächlich aus dem Anime übernommen. Und dies hat zur Folge, dass Quajutsu enorm geboostet wird. Also wirklich enorm. Er kriegt einen riesigen Boost von den Stats her. Also all seine Stats, wenn man das alles zusammenzählt, die Boosts, kriegt er einen Boost von 110. 110. Und diesen Sound nehme ich auch lieben gerne mit. Und das ist mehr als bei einer Mega-Entwicklung. Weil bei einer Mega-Entwicklung kriegt man nur einen Boost von 100 Basiswerten. Wodurch auch manche Pokémon quasi die Stats von einem legendären oder von Pseudo-Legendären wie Knack, Despotar oder so haben, die alle eine Basiswertsumme von 600 haben und dadurch für Pokémon, die eine Basiswertsumme von 550 haben oder 540, ich glaube 550 war es am Ende, die man immer hat, hat jetzt dann als Beispiel Glurak eine Basiswertsumme von 650 oder so. Ne? Ich weiß, es sind gerade ein bisschen viele Pokémon-Facts und ich glaube, die meisten werden das eh nicht verstehen. Aber ich möchte es einfach nur mal kurz so einfach erwähnen, weil ich gerade so ein richtiges Thema aufgegriffen habe, über das ich viel labern kann, weil ich ziemlich lange Pokémon Competitive gespielt habe. Aktuell so gut wie gar nicht mehr, weil ich erstens die Zeit nicht habe und zum anderen die Lust auch nicht mehr so krass dafür da ist und hier mehr einfach sein will als Gegner, ja moin. Aber auf jeden Fall hat dies halt ziemlich krass. Also dazu kann auch Quajutsu noch ein Item tragen mit Freundschaftsakt, weil Freundschaftsakt eine Fähigkeit ist und kein Item, was die Mega-Entwicklung quasi ist, weil jedes Pokémon, das eine Mega-Entwicklung besitzt, braucht den vor notwendigen Megastein, um diese einsetzen zu können. Quajutsu eben nicht. Weil Quajutsu einfach das als Fähigkeit hat. Quasi eine Mega-Entwicklung als Fähigkeit. Es ist mit einer Stufe quasi mit Rayquaza. So von dem
Aspekt, der, dass man nur die Fähigkeit braucht oder wie Rayquaza gar kein Megastein, um die Mega-Entwicklung auszuführen. Es ist quasi eine Pseudo-Mega-Entwicklung, die noch stärker als eine Mega-Entwicklung ist. Und das macht Quajutsu noch so krass. Dazu wird doch Wasser-Shuriken von Quajutsu auf 30 pro Shuriken gesetzt. Man kann dreimal angreifen mit den Shuriken und dies bedeutet, er wird dreimal angreifen, das heißt 90er Prio. Läuft auch einfach mal so. Weil die stärkste Prio ist, glaube ich, Turbo-Tempo mit Snap 120. Und nun würde ich mal sagen, treten wir in dieses Licht und schauen, wo das uns hinbringt. Und wir sind im Tempel des Lichts. Okay. Und dort oben ist ein Charakter und ein riesiger Stein. Okay, das sieht ja echt epic aus. Auf jeden Fall machen wir erstmal das Team Pit. Hier Blatt, 4 Stück an der Zahl. Aber das ist halt echt heftig, das Quajutsu. Es ist auch aktuell, jetzt gehen wir noch tiefer in Pokémon Competitive rein. Es gibt bestimmte Tiers im Pokémon. Und ich glaube, Never Use ist das niedrigste von den Einzelkämpfen. Danach kommt Are You Rival Use oder irgendwie. Ich weiß gar nicht, was Are You ausgesprochen heißt. Aber dann kommt auf jeden Fall noch Underuse. Das ist das zweitniedrigste Tier, das erlaubt. Oder das zweitstärkste Tier, das quasi erlaubt ist in Pokémon Competitive. Dann gibt es noch. Dann OU, das sind quasi die Standard-Matches mit den stärksten Pokémon, die nicht gebannt wurden. Dann kommt das Uber. Uber ist das Tier, das einfach gebannt ist, weil die Pokémon zu stark sind. Und dann gibt es, wie ich es persönlich nenne, das Rayquaza-Tier, Mega-Rayquaza-Tier. Das ist einfach so stark, dass es sogar von der gebannten Liste gebannt wurde. Und deswegen sein eigenes Tier einfach hat. Das finde ich so lustig bis heute. Aber naja, es ist einfach mega krass. OP, Mega-Rayquaza ist zu heftig. Und dieses Ash-Quajutsu ist tatsächlich nur ein OU. Wobei ich mir halt denke, so, natürlich muss es erstmal einen Gegner töten, um quasi so stark zu werden. Aber man könnte es halt auch ins Uber stecken, weil das Vieh halt echt mega krass OP ist. Fuck! Aber dafür liebe ich es einfach auch. Und das Design von Ash-Quajutsu finde ich halt auch einfach geil mit diesen Riesenschuriken und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich ein tatsächlich kleiner Fanboy. Ich glaube, Fanboy ist noch übertrieben. Also, ich bin einfach ein Fan von Ash Quajutsu. Ich finde das Pokémon ziemlich geil. Und was der Anime sich da ausgedacht hat mit der Beziehung zwischen Ash und Quajutsu im Pokémon Anime XYZ, war genial. Und ich habe eine Bombe dran, die möchte ich gerne blocken. Und tschüss, Mega Man. Nice. Aber tatsächlich muss ich sagen, wir kommen mit Little Mac ziemlich gut voran. Wir bist jetzt auch kein Fail. Wir laufen ja alles komplett durch. Haben sogar ein ziemlich gutes Tempo drauf mit allen drum und dran. Also, beschweren kann ich mich tatsächlich nicht. Wow, beschweren kann ich mich wirklich nicht. Dann machen wir weiter mit ihm und das passt irgendwie doch zum Pokémon-Thema von vorhin, oder? Zwei schlechten Fähigkeiten nehme ich hier, ist Kobalium, Terragium und Viridium. Diese drei Pokémon sind aus der 5. Generation, in der die versteckten Fähigkeiten eingeführt wurden und diese haben stärkere Angriffe mit Nahkampfwaffen für Gegner. Kritische Gegnertreffer fallen manchmal super stark aus. Der Gegnerstahl mit einem Laserschwert. Okay, das könnte tatsächlich etwas heftiger werden. Dann nehmen wir Fireman zur Hilfe. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Und wir besiegen diese drei legendären Pokémon. Wobei, ich mal so mein Favorite sagen muss, ist tatsächlich... ich weiß es gar nicht mehr. Es wechselt sich nicht, bei mir ist es halt immer. Also einmal ist es quasi Kobalium, dann Viridium, dann Terrakium. Aber tatsächlich muss ich aktuell sagen, ist es mehr eher Terrakium, weil Terrakium ist einfach geil, das kann Vieh, kann Erdbeben, das ist einfach Monsterbrocken an Pokémon. Also ich mag Terrakium tatsächlich etwas mehr aktuell als Viridium zu damals. Und ich werde hier einfach gerade komplett penetriert. What the fuck? Junge! Was ist denn mit denen los? What the fuck? Hilfe, Mama! Oh nein, 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 nein. Und wieso konntest du nicht absaufen, Dackern? Wieso? Wieso tust du mir das an? Komm schon. Komm schon. Fuck! Und da haben wir den ersten Fail. Ja, super. Ich bin einfach in den finalen Versuch. Ihr habt gesehen, das ist ein absolutes Massenmassaker. Ich wurde einfach filetiert, frittiert, paniert, nochmal frittiert. Und dann wurde das Fett aus mir entzogen und dann wurde ich gegessen. Wow. Einfach wow. Auf jeden Fall werde ich euch den finalen Versuch davon ein. Meine Stimme ist immer noch am Arsch. Ich nehme es am selben Tag auf wie am Dienstag im Kirby Part. Bin leicht erkältet, tut mir leid. Und wir sehen uns dann, wenn ich das hier fertig habe. Bis gleich. What the fuck? Nein! God damn. Die wissen einfach ganz genau, was meine Schwäche sind. Die nutzen das Eiskalt aus. Wir kommen der Sache ein bisschen näher. Eins. Nein, zwei? Nein!
Diese Wichser! Hier kommt der Sache langsam näher. Eins. Zwei, drei, vier! Geh sterben, Mann! Bitte! Bitte! Geh sterben! Ja! Gott, wie ich euch hasse! Jesus Christ, Teraki, und du bist ganz unten auf meiner Liste gelandet. Alter, ich hab das jetzt gerade wirklich, wenn ich das mal so auf den Timer schaue, gottverdammte 11 Minuten lang probiert. Und ich hoffe, dass Herkules deutlich chilliger drauf ist. Und ich da, die Betreuung mit einer Eisenkeule ist mir scheiße, Erzkeule meine ich, ist scheißegal. Weiter geht's. Holy shit! Also wirklich, holy shit! Also, dieser Kampf war gerade richtig intens gegen diese drei. Die sind halt auch so unfair mit den ganzen Items die ganze Zeit und spammen die. Und da bin ich noch ein Little Mac dazu und... Oh, Alter, ich kann kotzen. Also wirklich, das ist der größte Kack. Und oh Gott, der Super Armor. Und Tornado. Nee. Und ouch. Kannst du mal auf? Ich, hallo? Hallo? Könntest du es bitte mal aufhören? Ja, genau. Mhm. Ja, egal. Ja. Mhm. Ja, genau. Ultra ist natürlich jetzt auch noch aufgeladen. Warum denn auch nicht, ne? Warum denn auch? Warum denn auch nicht? Ne? Why the fucking hell not? Er hat 155% und er kriegt den Super Smash, aber er trifft nicht. Der Trottel trifft nicht. Hm? Ja. Und jetzt habe ich mich nur nicht treffen lassen, weil sonst bin ich tot, aber ein Schüsschen drücken mag. Oh, okay, jetzt muss ich gleich wieder ein bisschen runterfahren, sonst bin ich noch zu laut. Alter, dieser Part, ey, das ist wieder so lustig. Es ist einfach wieder lächerlich, als fuck. Der Moment, wenn sich der Let's Player beherrschen muss, aber so eine Scheiße passiert. Am liebsten würde ich einfach nur ausflippen. Und dort hinten ist ein Schalter, damit wir durch die Tür kommen. Okay. Und so, okay, da kommen wir wahrscheinlich auch noch in den Part. Also, ich habe zwar komplett das Zeitgefühl verloren, aber ich hoffe, dass es noch einigermaßen passt. Auf jeden Fall haben wir nun den Moblin, der ein grauen König DDT Zuhälter Pinguin befallen hat. Und der Gegner setzt auf seine Spezial unten ein. Gesunkenes Lauftempo für Gegner. Warte mal, gesunkenes Lauftempo für Gegner? Das heißt, es ist für mich, oder? Eieieiei. Obwohl, nein. Er hat gesunkenes Lauftempo, lol. Kann mir recht sein, DDD1. Da hat du ein Avacut in die Fresse. Du bist ein Avacut in die Fresse. Ich habe jetzt einen Hammer in die Fresse bekommen, ist mir aber egal. Dass wir Schneckenlauf haben, das ist mir ziemlich recht. Weil ich boxe hier gerade alle weg. Also mal ohne Witz. Und, aua. Ey. Hat er mir gerade wirklich meinen KO-Punch genommen? Komm her, du Drecksback. Ich hab dich kalt, Alter. Hier kommt du, Danny. Komm zu. Aua. Ich hab gesagt. Komm zu. Daddy. Alter. Drecksack. Okay. Haben wir den Moblin das Auto besiegt? Gott sei Dank. Ich hoffe, dass das. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin erstens froh, dass der Kampf gerade so schön entspannend ging. Da aktivieren wir den Schalter. Öffnen damit auch die Tür. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das da oben kein Legendengeist ist. Dankeschön. Auf jeden Fall haben wir nun gegen Lucina zu kämpfen und dicke Luftgiftschwand ziehen durch die Stage. Stärkere Spezialangriffe für Gegner. Und Alter, diese schwarze Aufhängung von Lucina sieht ja richtig nice aus. Ich habe mich mit Lucina halt eben noch nie befasst mit den Farben und so, aber dieses Outfit sieht ja mal richtig sick aus. Holy shit. Aber okay. Da würde ich mal sagen, konzentrieren wir uns auf den Gegner. Selbst wenn wir vergiftet sind und jetzt gerade stetig Schaden kriegen und das gar nicht mal so wenig, probieren wir trotzdem unser Bestes aus der Situation zu machen und Lucina zu besiegen. Weil das ist ja auch Teil der Challenge jetzt ab sofort, dass ich ja keine Subgeister mehr verwende, damit ich sowas eben nicht mehr verhindern kann. Ne? Und das macht halt die Kämpfe auch nochmal schwieriger und spannender, aber Lucina hatte keine Chance und wir haben gewonnen. Yeah! Ah, Gott sei Dank. Ich finde es gut, dass das gerade einfach irgendwie so alles so schön über den Tisch geht. Ich find's gerade wirklich schön. Ach komm, wisst ihr was? Wir machen in dem Part jetzt hier die ganze Stage hier fertig. Nimm hier die Schatzruhe noch mit. Und in dieser Schatzruhe ist ein Geist. Tritt. Stärke Beinergriffe für Gegner. Warte mal. Was zur Hölle ist das? Eine fucking Schatztruhe? Mit Heiligenschein?
und Beinen. Sogar rasierten Beinen. Sehen mir auf meinen Blick aus wie Frauenbeine aus. Und sie hat auch alle 15, das ist schon mal gut. Aber, what the fuck, wer ist auf dieses gottverdammte Design gekommen? Das sieht mal richtig abartig aus, Hilfe! Aber, okay, ich hab das hier raus, wir nehmen einfach die Beltra, grabben den Typen dann ein bisschen und in den ein bisschen die Fresse zu polieren. Aber, was hat Nintendo geraucht, um diese Schatzruhe zu entwerfen? Darf ich das wissen? Das würde mich tatsächlich gerne mal interessieren. Also wirklich interessieren, weil das sieht echt leicht abartig aus. Aber okay. Sind wir jetzt einfach hier Zero zu Samus weg, weil die hat hier eh keine Chance. Und danke, dass du dich noch schön zu mir bückst, damit ich dir schön in den Arsch. Ja, meine Faust, ja. Ach Gott, wie sagt man das am besten? Ist kinderfreundlich. Sagen wir es so, ich schieb meine Faust in dort rein, wo sie in der Richtung, die sich den Arsch gestreckt hat. So kann man es, glaube ich, kinderfreundlich sagen. Probier das nicht zu Hause aus, Kinder. Probier das nicht zu Hause aus. Ohne Gleiche. Also, Mitleidgel, okay, ihr macht das mit einfach Mitleidgel, wenn ihr das macht, aber bitte, tut mir das gefallen, tut das trotzdem nicht. Das tut bestimmt scheiße weh. Aber auf jeden Fall machen wir weiter mit Pit, der hier gefangen gehalten wird. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns diesen kleinen Racker. Ne? Na, mein kleiner süßer Pitty, was geht? Ja, ja. Und aua. Ey, Pit, ich hab dich gerade gelobt, okay? Und das heißt nicht, dass du mir dann einen in die Fresse boxen musst. Yo! Also, komm her und büße für deine Sünde. Obwohl, ouch. Und weg mit dir. Und komm schon. Du bist eh gleich tot, Pretty. My boy. Komm, das war bis du das Side-Beat. Wieder Side-Beat. Komm. Das war bis du das Side-Beat. Ganz deutlich. Boom! Ah, herrlich. Herrlich. Und nun haben wir Pit auch erobert. Nice. Okay. Nun haben wir da oben den Kristall und mich würde es tatsächlich gerade mal interessieren, wozu dieser Kristall da ist. Was bringt dieser? Erster Sprung? Okay. Warte mal. Heißt das jetzt etwa, dass die Barriere von Kira gebrochen ist? Nein. Es heißt, dass wir nun endlich diesen Spalt überqueren können. Wow. Okay. Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Part diesen Spalt dort drüben. Oder nicht? Weil wenn ich mir mal so die Karte mal so ganz spontan anschaue, Leute, das ist ziemlich heftig. Also wirklich ziemlich heftig, was da drüben jetzt auf uns wartet. So, ne, mal so by the way angemerkt, weil das ist einfach noch eine ganze Insel. Ach du Scheiße. Ich glaube, da werden wir noch einiges zu tun haben mit Smash Ultimate. Also, lasst einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein bisschen länger dieses Mal als die anderen Parts. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Auf jeden Fall, lasst einen Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Super Smash Bros. Ultimate, wenn wir den Spalt da drüben überqueren. Und schauen, was sich dort hinten alles verbirgt, weil dort kamen wir bis jetzt noch nicht hin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage an dieser Stelle, bis dann, Leute.